Der Timer jetzt wieder von Ferien sind noch, und eine sind noch Eier. Dann habe ich dort erstens Mama und Papa verloren. Und so jetzt wieder, nicht? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Bibel brücken dönen an diese Klasse von der und der Haar. Und doch, weil ich nicht bete, alle Erfahrungen vertalen, was ich selbst gemerkt habe, und auch, was wir mit anderen Menschen erfahren haben. Und manchmal dauert es dort nicht. Solange wir nicht an ein Problem kommen oder an eine Erfahrung kommen, dann sind in der Bibel manchmal falsch geschrieben, was wir bloß große Eva lesen und können dort gleich wirklich verstehen. Und wenn wir schon einmal direkt in den Problem sind, wo diese falsch korrekt geschrieben sind, dann wir einmal waren uns die Klar. So ist es doch ein bisschen mit dieser Sache. Ältere Eva lote Kinder erinnert heim anzufangen. Ich glaube, das ist ein Prozess, das ist ein Thema, wo alle Filme gleich andenken, dort passiert bloß automatisch, die Kinder waren groß, die sehen sich Partner und befreien sich und gehen von Haus. So, die Mamas rühren dann auch manchmal ein bisschen, dort die Tochter oder die Sehen von Haus jetzt. Aber das ist normal, was ihr habt hier. Denkt ihr gleich an, das ist bloß natürlich, so ist es, ihr halt, nicht? Heute viel Mal kommt da noch Ding hingeran, was nicht unbedingt alles so natürlich ist und so selbstverständlich ist. Und das, was wir selbst belebt haben. Ich sage manchmal, Kinder trien, weil eure Mamas betet in der Mettfeil als Papas, aber Kinder trien ist eine große Abgabe, eine schwere Abgabe kann sein, und sie in die Welt bringen. Aber ein Kind loszulassen, das ist noch eine andere Abgabe. Und ich wundere mich, dass dort nicht noch schwander ist. Besonders für Mamas. Dass noch schwander ein Kind loslassen, als dort zu kriegen. Das ist bloß eine andere Sorte von Schwierigkeiten, nicht? Aber es ist danach wichtig, dass dort getan wird. Wir haben zum Beispiel in der Bibel, wo da reden wird von wirklich loslassen oder wem übergeben. Ich war nicht alt, das ist eine Fehlgeschichte, aber ich habe ein paar Leute gewählt, wie ich da im Bett von zu reden. Einer ist eine Bibelschablon, wo Rebecca losleit von Tüss und fuhrt mit dem Pfarrer und fremden Mann mit, nur eine Stadt, wo sie sollen Mann schreien. Und hier sei wie auch, dass sie Leute auch los. Sie wurden nicht, wenn sie heute die Welle hat, sie früher, das ist ein Schnarch nach, was für Isaac sollen früh holen. Die Frauen, die habe ich nicht nach unserer Sester hier, nach wenn ich ein Stoutje habe, weint die und der. Aber das Knach, was ich soll holen, die sage ich, no. Nun habe ich das gemerkt, nun habe ich das gebüht, Gott hat mir das gewesen. Und das ist all ob, ich fahre morgens zum Morgens auf. Und diese Rebecca, die wurde losgelotet von der Geschwister, die alle vielleicht geschrieben aus der Ältere, aber der Ältere mit einem, glaube ich, ganz so voll, dass sie leidet hat. Laban sagt, ja, das ist von Gott, und das war verloten, nicht? Das lässt mich los. Und ich glaube, das ist wichtig, Kraken sind stand es dort, dort wie Eltern, wenn Kinder sich befreien, dort wie die loslassen, nicht bloß wenn befreien, wie habe ich dort in der Ferienklasse noch, dort, da sind auch andere Geschichten, wo wir werden, wo andere loslassen. Das ist eine Geschichte von David. Dort Isai, der leit David los. Weil dort wie der Kleinste, der Jüngste, Schubs hat, war in Arbeit wir, dachte nicht mal an, dass er dem würde mal loslassen für die Arbeit, was Samuel will tun. Aber Samuel raubt den und sagt, geh hol ihm. Oder er sagt zu Isai, raubt dem und holt dem. Und da fing wir ab, dass Isai leit David los. Und leit ihm nur Saul, da unten, die Chine, was dann wie ein Deine da. So wie Josef eine Person, ja? Fing wir in 1. Mose, 37, 14. Jakob schickt Josef nur seine Sehns. Weil, wie fing er da auch noch, dass Josef hier Truhe hat, dass er nicht zurückkam. Aber das ist ein Ding, was wir in der Bibel fingen, wo Menschen losgelassen wurden. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Ding, dort wie von der ersten Tag, da mehr von haben. So, nun ein klein bisschen mehr nur die Erfahrungen,
woran rede ich von loslassen? Das hat zu tun damit, dass sehr viele Eltern von diesem Tag die Leute wissen, Monte los, aber sind vielmehr ein Problem, wenn sie nicht haben, können bieten noch loslassen. Woran mag ich das, wenn sie die Kinder gehen von Haus und die Leute die Eltern los und die fangen in der Heim an und machen ihre eigenen Entscheidungen. Und das ist, was für uns, meine Erfahrung, mir und meine Frau, wir haben Erfahrungen gemerkt an uns heim, dass es sehr schwer ist, die Kinder wirklich mal loszulassen und Leute erst selbst Entscheidungen merken. Und sehr viel mal sind die Entscheidungen anders, als wie die würden merken. Und dann sitzen sie dort so, das wird alle taub schrotz gehen. Das wird nicht utkommen. Was tun wir dann? Well, wie würde sagen, sehr gute Eltern, die würden sich darum kümmern, dass die nicht hingehen. Die würden gehen und schaffen damit. Hey, Jung, was tust du? Oder Tochter, wo merkt die so eine Entscheidung aus dir? Das wird dir niemals mitkommen. Hast du dort ewig geteilt? Wo glaubst du, was das kann schaffen? Weißt du was? Das ist normal und Jans. Und vielleicht soll ich noch wieder zurückback, für die Entscheidungen merken, dann merken wir alle Entscheidungen für Erd. Wenn uns jung groß wird, jung und hafen Mial oder Mial hafen jung, dann planen wir alle, checken mal, ich war das Biet Land, das war ich reit merken, oder war ich in Hacke reit merken, da war ich ein Hüspü, da kostet ihn antragen. Aha, ja, all right. Frau dem Jungklein, wo ist das Hüst gleich Bitte haben, groß was das haben, dann sage ich dann so und so und so, und noch weißt du was? Dort kommt alle zu viel zu dir, wir haben besser wie Bühne zu stet. All right? Und so müfft das von einem nach dem nächsten. Oder plan all ganz, ja, du bist vielleicht der Letzte sehen, wenn du die befreien wirst, das ist okay, aber weißt du was? Wir haben eine Form, die viel zu drehen, du weißt doch, dass der Kornel nicht allein. So, dann wollen wir bloß noch ein bisschen mehr pachten, Lohn pachten, ein bisschen mehr Gerätschaft geben, dann wollen wir top wieder schaffen. Und in Wirklichkeit habt ihr gesehen, vielleicht erhebt nicht mal, ihr schätzt ne Wohl. Und dann sagt ihr, ich will den Truck geben, der kostet die Hand fahren, und dem kostet die mitnehmen, und dann brücken wir den für die Form, und dann gehen wir es dort wieder. Und dann planen ihr alles vor, dann geben wir Lohn, oder Renten wird lohnt und macht meine Gerätschaft auf und das Junge hat vielleicht noch nicht einmal gerade gesagt, ja, er redet auf ein Mat, interessiert ihm alles, aber in Wirklichkeit ist der Junge groß so mitgegangen, ja. Und er befriedigt sich und er trägt das Haus an und er fängt an zu formen. So, das ist was wir sehen von der Ophel, nicht? Besonders, und nur ich rede zu den Leuten, die ein bisschen wohlhabend sind, ja, die, weil ich plötzlich sage, ein bisschen rückern, die weiten sich mit der Jungs, die weiten, die schäpen den Fortig und die schäpen die Gerätschaft und die fahren groß auf mit Schwung, ja. Und weißt du, worum ich davon rede, ist, wenn wir kriegen manchmal so in unser Office nehmen, kriegst du in der Stadt von der rückste Lied, ja. Und dann haben wir einmal Frau, die Jungs, vor der Lied, nur rot. Wo machen wir das tun? Und ich wollte Ihnen eine Geschichte vertellen, dann wollte ich vielleicht deutlich sein, worum ich davon rede. Die waren alle sein, all die Rekord hier sitzen, oder war das irgendwie horchen, dann sind ich noch niemals getan. Aber vielleicht weißt du nicht, was du alle getan hast. Vielleicht hast du noch niemals an gedacht, dass du vom Fern befreien, diesen Jungen oder deine Kinder, ganz mittrags mit alles, kostet Geld, kostet alles, was sie wollen. Und weißt du, was du damit deutest? Du nimmst dir bloß einen Strang am Holz. Könntest du eine Entscheidung merken? Und du hältst das ganz beständig mit Stief. Und das eine Geschichte, was ich vertelle, weil ein paar Lieder, ich habe noch eins, und ich weiß, dass wir Männer, wir haben einmal so eine Spusses gemerkt, und sagen, wie Hans halt, muss man Schwimmer befreien. Aber dieses Lied wird anders. Diese Früh, die sehen, kommen sie halt sich halt mal schwer vor, befreit. Und sie wundert, wo das nun muss. Sie hat gedacht, sie hat versprochen,
ermahnt zu sein, aber nicht wahr zu sein, sie hat auch versprochen, er schwer vor der Tritt zu sein. So, was wäre die Ursache? Well, ich wollte Ihnen bitte die Geschichte vertellen. Das ist eine alte Geschichte. Jahre trägt. Vielleicht sind Sie nicht gerade verrascht, glaube ich, weil ich auch wieder nach gewissen sehr alt. Dann schämen wir nur Rotfrauen. Und das auch wie es steht. Die Vorder hat eine Form, und das wird der letzte Jung, und die Vorder hat ihm angeboten, du kannst mit mir wieder Former. Mir fehlt dann die, um die Former an. Okay? Und da dich besteht ein Hüss, das ans Hüss, das war wie ein Lotte, da kannst du mit deinen Freunden antragen. Und wir hatten für die Form einen Truck, dem kannst du auch Hauses dienen, du darfst dich nicht für den Truck schieben. Wir haben einen, und das ist nicht nötig. Dort wie so viel Fahrt ja haben. So, das Junge nimmt er alle an. Er versprach, ja, yes, ich will perform bleiben. Wie war das dort tunen? Dann schämt man die Zeit, dort hat er dort geranet. Und sind befreit und leben schaftig wieder. Aber dann hat er den Truck einmal gesehen beim Hüst stehen. Manchmal sage ich das vor der Arbeitsfahrt, warum willst du den Truck du einmal beim Hüst stehen haben? Wie war dem Haus dich perform brücken? Dann mache ich einmal erst noch um den Hüst gehen, warum lässt du ihn nicht hier auf der Farm stehen? Du kannst ihm einmal brücken, wenn du willst. All right, ich lasse ihn auf der Farm stehen. Ist nicht sehr wichtig, nein? Und dann mache ich einmal, dass der Traktor war weg. Na, weil die Fahrer weite, wo ist der Traktor? Mir fehlt ihm hier auf der Farm. Ich will groß vor, wo ist er geblieben? Na, meine Frau ist mit deiner Mama gefahren. Oh, nun, Mom, you fahren. Das wird ein Formtruck aus. Well, du siehst ja, ich kann den Brücken, meine Frau kann den Brücken. Oh, okay, gut, ja, let's go. Well, das ist mir ganz gut, dann du bloß wieder Hans, dann sagst du mir dort meins, wann die Frau will weich fahren. Dann werde ich, wo die Truck aus, okay? Jetzt wieder, mal einmal, ich habe das sehen, und sagte sie vor meine Frau will noch Mom vor, mit dem Truck. Die wie noch auf Fee weg. Nie will die Alvara. Wo hockt die Tiere bei ihrer Mom? Das Jung, die sah ich sie in der Früh dort. Okay, nie sah ich, wie fuhr er mich, was sagt eine Mom vorher nicht. So weißt du was, das wie ein sehr feiner, liebender Fuhrer. Der alles ewig für die Kinder. Aber das wird passiert mit uns. Und so kann ich meine Geschichte vertellen von Geld. Das ist eine bad Seed. Weißt du was? Diese Seed kann man einweich nehmen. Das Futter hat einen großen Nutzen von, dort die Seen durch schafft. Und das Seen hat einen großen Nutzen von, dass er im Schwung kommt. Sehr fein. Aber, die kommen nur rot frei. Dort mangelt nicht um Geld da. Da wir nicht, dass das Seen früh nur rot, wo mag ich mein Geld merken. Was mache ich tunen? Und so, Euhe, wir sind noch mal nie Lied, wir bühen nach Euhe, und ich blieb stark in mein Euhe bühen. Wo mache ich das tun? Andere sind, vorerst, Brücken sehen loszulassen, das ist krank im Geld. Und ich sage im Geld. Ich lebe vorerst dann sehr viel Mal, unsere Jungs, all wie, was der Gott auf sind, und all wie, was der Arm sind, ist ein bisschen anders. Aber ich will nicht von uns aus Rücken reden, da nehme ich mich mehr an. Und wenn wir von uns aus Armen reden, nehme ich mich auch mehr an, wenn es an beiden Seiten kommen in Betracht. So wie aus Rücken, was wohlhabend sind, in gutem Drehen haben, und vielleicht auch so mäßig Schuld bitte sind, was tun wir mit unseren Jungs? Wir halten es sehr viel mal krank und die Gläs, was wir tun, halten wir wieder an, weil wir hatten, der hat auch getan. Wir reden unsere Form, der hat noch Schuld. Aber ich verkaufe den Port an unsere Kinder und halte es mit dort größer wieder vor. Well, ich würde sagen, ich habe unsere Kinder nicht geholfen, wenn sie musste jeder Dollar betonen. So viel Arbeit hat ich gehabt mit Menschen, fair unsere Kinder von Tisch gingen. Einige hat er klar,
Unsere Kinder, die sollen nicht mit Klumpes Geld von uns gehen. Warum nicht? Wenn sich sagt, so viel Städte, wo die Kinder mit Klumpes Geld von uns gehen, dort sind die, was noch finanzielle Kanzler format. Dort sind die, was vielmal kaputt gehen, bankrupt gehen. Die haben nicht gelehrt, die Stoppe zu nehmen. Und das, was ich will haben, sie Kinder sollen lehren. Hat ihr alle getroffen? No, absolut nicht. Und habe ich unsere Kinder gut noch geholfen, oder weil es gut läuft? Ich weiß das nicht. Aber ich will bloß die Erfahrungen brücken zum Vertrauen. So wie verkauft er die Form, und sie muss uns dort alle betonen. Na, sie hören nicht. Was kennen sie dort? Weil dann kostet die nur die Bank gehen, und die Form kann da jeden Stuhl, und dann kostet die Geld nicht, und dann können sie. Und dort habe ich Fan geschafft. Ich sehe von der auch noch dankbar, oder was dort deuten. Was passiert? Die Kinder, die sie allein haben, die fahren da große wieder. Die Buren gehen. Aber die anderen Kinder, die von Union fangen, die kommen nicht so böse im Schwung. So dann können wir sagen, die Kinder, die Gott hat Hilfe gekriegt, die haben große Verrat. Aber weißt du, was bei uns passiert ist? Wir haben große Verrat. Ich dachte, ich will unsere Kinder sehr mehr helfen, dass sie jetzt merken, aber ich will sie nicht auf so einen Weg helfen, dass sie kaputt gehen. Die sollen sich, ich sage, die sollen die Treppe alle nehmen. Nun hat mein ganzes Ziel durchdrehen, dass sie das merken, nicht von der Seite, die haben mir uns geschlagen. Die haben uns Rick gemerkt, ja? Vielleicht poche ich hier im Bett. Aber dann werde ich noch was von Ormen vertrauen. Aber das, was ich mir einmal sage, dass wir nicht dort sei im Schwung kämen, dass wir dort wie kämen im Schwung. Von dort, wo sei dort übernehmen, deide, und nicht bloß sei dort übernehmen, deide, dort, wo wir dort losleiten. Von dort aus wurde er sich verdoppelt. Und das vertale ich dahin, dass ich jedenfalls das Rot gebe. Dort, wo Ältere nicht loslassen, dort da schafft das viel mehr Krieg anders. Und weißt du, wo wir losleiten? Wie vor ein paar Jahren war ich. Am, dort ich kann loslassen. Ich sehe, in so ja, vielleicht soll ich dort plötzlich sein, eine Person. Wenn ich mir was geplant habe, soll auch das Eck live der Hefiert werden. Und ich sagte mir einmal, das wird nicht schaffen, wenn ich will die Form übergeben, dann brückt ich loszulassen. Und beide Seiten, unsere Jungs, wenn ich weich werde, dann können sie Entscheidungen merken. Wenn ich da werde, dann würden sie mich freuen. Und ich, wenn ich da werde, dann würde ich jetzt sein und sie würden horchen. So, der beste Weg von mir wäre, von ein paar Jahren war ich vorhin und lohnte Erde Entscheidungen merken. So, der Arme sieht, ist auch ein Problem. Und was ist da für ein Problem? Weil, wenn ich rede von Geld, weiß ich doch, was ich euch vertale. Einer, mit dem, was ich mir vertale, der wird im Krankenbad. Und dann sagt er zu mir, weißt du was? Mir der hat so leid. Ich weiß, ich war gestorben. Ich mache hier weich von der Erde. Und ich würde so gern, wenn ich heute könnte, auf so ein Weich schaffen, dann sind die Kinder, wenn sie im Bett aufgetreten. Nur weil ich mache gestorben mit Schuld, weil ich sage, ein Gott denkt erst, dass unsere Jungs alle gesagt haben, ich soll sonder so gestorben, die Schuld wurde, soll sie ganz übernehmen. Das ist ein Hackwort von uns Armen. Das arme Mann kann sein, und wenn ich einer sehe, dann will ich an denken, als ein armer Mann, was von haben Gott, auf Gott, lohnt ich hier für die Kinder. Und das Mann kann ich sein, weißt du was? Du hast deine Sehens viel mehr gegeben,
als wenn du dir jeder 100.000 Dollar kostet auf den Tisch. Wenn es deine sehen, der hast du alle Leute schaffen und der hat alle nur zum deine Schuld betoben. Hij brugt het los te laten. En wofel glakkel je de jonge sand, want die niet haar kunt, wie de oude zet in een maaltje. Die haar zelfs er van deze gemerkt, op een grond van wijsheid, en daarmee zijn ze wiedergekomen. Zo, ik leef maar, wie brugt van beide zieden klaar merken, dat wie losloten. Wie als Ältere, wie Brücke Tchenga loszulassen. Wir fingen nicht so viel in der Schraf von diesem natürlichen Ding. Wir fingen auch viel von dort die Ältere halben, die Tchenga, also Gott. Und ich will Ihnen dort alle nicht auf sein. Aber loszulassen, das ist ein welches Ding. Von Abraham haben die Geschichte, die ich habe getaken, wo das geschrieben ist. Aber Abraham, der hat Lot aus sein Sovereino wird, ja. En dan zij problemen hadden, dan zitten dat, ze hebben problemen maken over, dat is ik, wat weer het, zanken deden. Dan zegt hij, waar we uiten eingonen, waar we losloten, mijn dat, ze weten zich daar, nee, dat geloof ik niet. Abraham als zijn vader te lood, had klaar, wie moet uiten eingonen. Zo, wat deed hij? Hij zegt, lood, wil die woede hand doen was. En wenn du dem mach was, dann will ich das mach. Wenn du das mach was, dann will ich dem mach. Und ich glaube, das ist ein feines Bild, dort wie brücken unsere Tchenga, was dort zu bringen, dort wie die Tchenga losloten. So wie fingen in der Schrift durch Farge, wo das sagt, wie sollen unsere Tchenga nicht zum Zorn retten. Ich sage immer, das sind feine Korte, Familie Rots, ne? Jetzt sagt die früher selbe Mann und ihr Rots an, und Pfizer redet davon, Kalasra redet davon. Und der Mann soll die früher leben, und die Kinder soll die älteren Hursam sein, und so wieder. Jo. Und dann sagt er den Väter, dort nicht jene Kinder verbessern. Und ich glaube, wir haben viele Väter, die das gut fair haben, vielleicht auch alle, und ich wie einer von denen, die das gut fair haben. Aber es ist ein welches Ding, nur das, dass wir unsere Kinder nicht verbessern tun. Nun, wenn wir reden von verbessern, dann können wir von verschiedenen Wegen reden. Wir können die verbessern, muss immer nie sein. Papa sagt immer alles nie, whatever ich will, das immer noch wird. Acht und nicht, wenn immer ich geschafft habe, niemals noch. Dort ist eine Bitternis. Aber es ist noch eine andere Bitternis, was manchmal noch viel höher ist, und das, wenn die Vorher alles anhält. Die haben nicht nur geliebt, um jemals näher zu sein. Die sind auch sehr gut, sie sind jetzt ganz bankrupt mit alles, wir können da nicht näher sein. Und weißt du, was vielmal da ist, dass die Vorher die denken, so Mensch, wenn andere Menschen würden sein, dass mein Kind soll kaputt gehen, das ist mir nicht gut. Wir denken nicht an, was das Kind gelehrt hat, warum das kaputt geht, ja? Und das sind auch Dinge, was wir brücken loszulassen. Lot die Tchenga mal Fehler merken. Wir haben verschiedene Tchenga gehabt. Alles sehr wertvoll. Kann ich sagen, dass ich glaube, eines weiser oder klick als das andere, aber die sind sehr verschiedene Weise und verschiedenste Dinge. Und sei manchmal, das erste Kind hat mir erste Fehler gemerkt, wenn es dort muss mich anlehren, mich wie ein bisschen schwer anzulehren. Da habe ich vielmal gedacht an andere Lieder, das ist ewig von der Rot. Wenn du denkst, das ist dein erste Kind, dann geh nur die Bibel und da steht, bloß checken, wo das dort und da noch versucht zu tun, und dann der andere Kind alle ein Master merken, eine Gläs merken, schreckt das alle verlangt. No. Wir brauchen wirklich zu checken, wo Tchenger sind, dort wie in und wann der ist groß geworden. Klein bitten, Gedanken an den Rote geben, Mut geben, mit das, dort wie nicht versägen, unsere Tchenger krank über ihn abzutragen, krank über ihn zu geben. Well, das wird das dann. Dann wird ihr andere beleidigt, wenn das wenn ihr kriegt, oder wo immer das.
Aber wenn wir den Kindern dort geben, was ihnen fehlt, und nicht unbedingt bloß, wenn ihnen Geld fehlt, dann Geld geben, vielleicht fehlt ihnen was anderes nach Neujahr. Aber checken, wo es ihnen fehlt, wann es von uns kommen will, und man dort mehr helfen. Wenn wir denken, und wir Kinder groß geworden, dort kriegt so aus Kinder ein Mastler groß geworden, Charper schrien, was er groß geworden, so der hat an der Bauerstufe auch. Und so aus Sam Junges, auch wir von 14 Jahren kriegst du große Signüse, Sam Junges sind von 18 noch nicht gewassen. Und so ist es doch mal verstanden. Da, wenn es dann nötig dort wieder Kind, eben zum Befrieden, reinmerken, mal dort, wo das fehlende. Und dann anfangen loszulassen, verantwortlich merken, ja? Von der ersten Tag, wenn wir vielleicht einen Korridor fahren, dann sei wie viel Städte, wo die Reitschaft wird reingemerkt und verschäupen. Warum ist das reingemerkt? Ihr schaut mal, die Jahre, die dann auch noch mal kommt, wenn ich erträge, hier die Reitschaft schäupen, dann kann ich die Traktors bechecken, die Katzen, die Kultivators und Planters, wo immer wir. Von der ersten Tag kostet nicht. Die sind alle teuer Dach mit vor. Und sie sagen, das handelt besser von der anderen, als es dann hat. Warum tun sie das? Dann kostet alle Probleme und Raten. Das, was wir mit unseren Kindern manchmal tun. Die Probleme versetzt ihr unter Tage, vor wir die verbieten, da die Verschur eine Umgebung war schmackloten, aber die haben nichts von Bernen. Und das würde viel mal topfallen tun, das würde ungegonen tun. So, wenn wir denken, wo dort Verstand warst, wo das Kind, wo es dort weiß, wann ihr das Mial anfangen, sich selbst abzuwaschen, zu backen, schaubeln und kirken. All diese Dinge. Wo warst du ab? Wo hat er? Und wie mich das interessant gewesen, wo wir können checken, wo er ab warst und dann loslassen, ja? Lotte mir alles, oder lotte Jungs, mal selbst was proben. Weißt du was, wir haben viele Erfahrungen gemerkt, und das, was wir gelehrt haben, als wir nachher die Kinder hören, als älter Jung, dort wir mit dem Brover, dann in Kanada, wo wir wohnen, dann mal einmal, dann hat wir so ein kleiner Massiv 135, liegt wieder, wir haben einmal Chant, so ein kleiner 35 Pietscher Massiv, ein leichter, sondern wir auch allein können, eine Seite hängen, abheben. So, wir fangen es spätig, ja. Dann wir wohnen dich an einem Knoll, da wir fangen mit Eis befroren, und das eine Ofen, dann nimmt uns Jung mal mit dem Traktor an, und ja. Kollert er da am Eisraum zu starten. Ich denke, ihm sehr schön. Er wird all dies da. Manchmal kommt er näher an meine Throne und sagt da, Dad, ich wünsche mich wie ein Miau. Was ist New York? Wo sollst du ein Miau sein? Na, die tun nicht so ein Dumpf zum Brecken da im Eis. So, da habe ich was zu lernen. Wahrscheinlich habe ich einmal manchmal deutlich gemerkt, dort, du bist ein Brover und du fängst einmal alles aus, sieh mal Schmack. Anse mir alles, check mal, der war schon Schmack ab. So, was lehre ich dem? Weil, ich glaube, er dachte an ihn, aber ich dachte an, was hat er nun alle getan? Dort, er will, leib an ihm alles sein, als ein Jung. Mein Ding, was wir belebt haben, was wir gelehrt haben, was denken die Menschen, was hat er im Kopf? Als Junge, ich habe für jeden, aber ich glaube nicht, dass er 14 Jahre war. Ja? Dann, wenn ich wohl mit den Feuer, Bales und Schäden back, ist ein Feuerrohr, ja, ist mit einer Konstante drauf, ja, dann sehe ich die Kosten back. 13 oder 14 Jahre, vielleicht auch 12 Jahre, so habe ich gelohnt, aber ganz junger Junge. Wenn der ist, kann am Traktor backen, und der denkt manchmal, wenn er am Weihrauch dann fährt, so 100, 200 Meter, dann backt er rein, ganz ist dort drin im Hof mit dem Trailer. Das klingt ihm schön. Well, that's smart, isn't it? I died. So, was tät ich mir dort? Ich würde, glaube ich, manchmal habe ich gesagt, na jo, dort kost. Wenn ich die Geld mitgebe, nur im Restaurant, da trägt niemals tot. Besser denn das noch nicht abgewassen? Weißt du, so verschieden ist das. Nur wenn ich bloß Motor sprechen, wer wird die Dinge brücken zum Briefen, wo die Kinder sind? Na, die tun abtraten. Und dann loslassen, ja? Lass dich selbst Fehler merken.
Dort, wo wir brauchen, loszuladen. Kleinbett, weil wir nach einer Jessel gesehen haben, gehen und loszuladen. Wir haben ein Ezekiel in Angst hier, wo ich will brücken von denen. Ich weiß, dass viele von uns, wir haben jetzt zu holen, dass unsere Kinder die Säule. Wenn wir die abtragen, dann werden wir die so abtragen, dass die Kinder groß so glücklich waren und sich betieren, Wahrheiburen waren. Und dann sind sie wach, ja. Und dann hoffen wir auch schon, die waren das selbe Zeug vor, was wir tun, und die waren das selbe Ordnung holen, was wir tun, und das selbe Sorgkleidie brücken, was wir tun, und dann kann eine lange Rehe abnehmen. Wir nahmen alle jässlich, ja. Wir hatten jässlich gut abgetrocknet. Aber was mir wichtig ist, ist, dass wir an der jässliche Hinsicht auch, und wir haben dort eine Fähigklausel, ein bisschen von der neuen Bund. Wenn wir glauben, an Gottes Leitung und Führung, der ist ihn jetzt. Wenn wir glauben, an ein Kind kann nie geboren werden, seine Änderung kriegen, dann brauchen wir auch dort Anerkennung zu geben. Gerade so aus einer natürlichen Arbeit, dort wie die Maritit Leute selbst entscheiden, wo sie ihr Geld brauchen, selbst entscheiden, ob sie Farmer oder an die Schafe oder an Schmiedmann sind. So brauchen wir auch im Jessel, die klar zu merken, dass sie nicht mehr mein Kind sind, wo ich verantwortlich sie abzutragen. Sie sind nun mein Mitbruder oder Mitsäster geworden, wo ich den selbstigen Futter habe. Das ist, was mir wichtig ist, wie ich von dir Gott noch helfen reden, dass wir erkennen können, dass wenn unsere Kinder Menschen waren, und groß waren, dass sie wirklich wahre geboren sind, dann brücken wir loszuladen vor der Entscheidung, was sie merken. Und kriegt so Gott auch, wenn sie den Fehler merken. Wenn sie mal einmal eine Entscheidung merken, nicht anders, als wir würden haben, gedonnen. Und wenn wir auch sehen, dass die Worte mit dem nach einem Einkommen, dann werden wir den danach Leute von Gottes Jesus sich belehren, wenn sie das schafft, so viel besser, als wenn wir das tun. Wenn sie selbst eine Erfahrung machen, merken, wo sie alle gedonnen haben, zum Beispiel untrüh sein, ja? Wir waren ein, unsere Kinder sind jitzig. Dann werden wir nicht vor das Hand rennen und sagen, hey, du bist jitzig, das wird nicht schaffen, du wirst immer am Ende. Wenn wir den Leuten jitzig sein, solange bei der Jesus Gottes hat schwer wird. Oder der Teufel, so ich sage. Die Jesus Gottes hat Mono Wort und der Teufel hat Schwelle Wort. Und sie da war eine Erfahrung machen, dann hast du sie von Gründen eine Erfahrung mehr. So sind viele Dinge. Ich will 18. Kapitel in Ezekiel ein klein bisschen nennen. Ich will am ersten Vers anfangen. Und das Wort des Herrn und das Wort von Gott, das scheint noch mehr, sagt es. Woran brückt ihr? Hier redet von dem Volk Israel, noch einmal das Sprechwort. Das sagt, wenn die Väter haben Säure drüber gegeten, dann sah je die Sehns ihre Tänen worden auf den Stump. Das ist hier ein Beispiel, ja, wo ich brücken will. Dann sage ich den dritten Vers, ob es sich aus ich lebe, sage ich, ich die Haar, dort das Sprechwort soll je nicht mehr brücken ohne Jünd. Warum nicht? Wenn's, ich will Ihnen sagen, die Säule sind alles meine. So, warum rede ich das? Das ist ein Ding, was wir klar machen haben, dass Gott hat uns unsere Kinder anvertraut, zum Abtragen am Herrn. Und dann, wenn die ihr selbst die wahre Geburt haben, die Sinnesänderung gemerkt haben, dann sind die unser Gott. Warum? Wenn es die Säule, die unsere Kinder haben, dort sind Gott seine. Er hat uns die bloß, wie können sagen, anvertraut oder geliebt, tun die hier in Anfang geben. Ja? Dort will er uns brücken. Aber da, wo er selbst knackt, will, dort ist, wo wir abhören. Und dann kommt das Bator, dass wir mal einmal mal abhören, mit sein, dass es hier sagt, das Sprechwort, wenn die Vorderhaft
Ich werde nicht ganz umdrehen, als ich hier sage, aus dem Beispiel, wenn die Vorderhaft hier suppen, dann wird mein Sehen auch suppen. Da werden wir hier mal so ein Sprechwort haben, dort. Wenn es wann wieder das Sprechwort brücken, kriegst du erst, wenn die Vorderhaft einmal nicht Schuld betont, oh ja, das sehen Sie, der wird auch nicht Schuld betont. Wenn wir mal dort Sprechwort abhören. Warum? Wenn es die Seele, wo Entscheidungen merken, der wo zu leben, dort ist Gott sehen und du hast heiß ihn jetzt bannen. Wann die wahre Wörter sind. Du hast wie man Trinktrage. Aber nicht bloß, wann die wahre Wörter sind. Weil wir nochmal zum anderen Vers nehmen. Jetzt sage ich dem 18. Vers. Hier sage ich das, aber sie vor, okay, hier redet von der Gerechtigkeit und der Eugerechtigkeit, jo. Wann, will ich sagen, wann mein Jung eugereich leben hat, untrüh leben hat, dann werden wir klar haben, dass wenn der erst groß ist, dann sie echt nicht mehr verantwortlich für seine Eugerechtigkeit. Das sage ich dir ganz klar, ich sage dem 20. Vers, wenn es eine Seele, die sündigt, die soll sterben. Die Sehn soll nicht die Schuld von dem Vater drehen, und der Vater soll nicht die Schuld von dem Sehn drehen. Und die Gerechtigkeit, was gerecht ist, soll immer anbleiben. Dort meint der Vater, wenn er nicht auf die Sinn gehört, oder die Sehn, dann wird die Gerechtigkeit bei anbleiben. Und die Eugerechtigkeit, die wird eine Eugerechtigkeit bleiben. So hier teilt er das ganz klar hinein. Dann sage ich, wenn über die Gottlosen von all seinen Sünden, der hat ihr Donnerhaft umdreht. Hör ich dir mal. Was dann? Dann wird er, der Gerechtigkeit, was er dann kriegt, dann wird ihm der Sinn nicht angerechnet worden und wird ihm nicht gestorben werden. So all wie Väter, wenn wir eure Gerechtigkeit haben, zum Beispiel, weil ich war der Rede von der Kinderbetreuung oder von unseren Kinderlosloten, ich habe nun in sehr gewissen Leben geführt. Dann sind die Kinder abwassen. Und nun, als mein Sehen, lebt auch in Eugerechtigkeit. Und ich habe diese Gelegenheit, bis ich zu tun, was Jesus gebracht hat, dann wird mir die Eugerechtigkeit nicht angerechnet worden. Ich war nicht gestorben dadurch. So ist es umgedreht mit dem Sehen. Wenn er ihm bloß hat damit gelehrt, bei sich gelehrt, und er hat ihm Leben an, und er dreht sein Leben um, nur die Gerechtigkeit, dann wird er nicht, wenn meine Sünden sterben. So hier der hat sehr klar einbringen, dass wir alle, wenn wir groß sind, selbst verantwortlich sind. So nicht mehr nach Wort dabei sein, was aber sehr wichtig ist, wo do wir unsere Kinder abtragen. Ich habe erst groß, dass wir selbst unsere Kinder nicht zum Zorn retten. Wir sollen dir die Gnade lehren, was wir fehlklos haben, von dir Satz loslehren, nur die Gnade, das ist wichtig. So hier sage ich einmal, wir müssen vorabchecken, nicht zurückchecken. Und diese Generation Probleme, was wir hier lesen, dann ist es sehr klar, dass du und ich als Vater, wir wollen so ein Leben führen, dass wir so gottesmählich an die Kinder können, durch Hand halten, dass sie glücklich sind. Aber wir wollen niemals zurückchecken und sagen, wenn mein Vorrat da, wenn sie so. Das hilft uns nicht. Und auch will ich dir sagen, dass dein Sehen hilft das auch nicht. Wenn dein Sehen kämpft, beschuldigt dich als Vorrat, dass du hast mich nicht bereilliert. Du hast mich so arg fähig gewonnen. Dann denk nicht an, dass du den Fluch nehmen musst. Denk an, für was Jesus gekommen ist, dass du kannst deine Sünden um Kreuz trauen und frei werden. Du hast, wo wir unsere Kinder auch mal loslassen. Dort hat wei, wann sind wort, wir haben dort nicht dürfen beleben, aber Fehler haben. Dann kommen sie und beschuldigen, dass die Haare mal so gemerkt, dort ist, wo wir eigentlich ein Jahr mal gelebt haben. Ich wollte, no. Dann sieht ganz brav mit Gottes Wort und sagt, check mal. Ich sehe euch hier was, ich habe bisher getan, meine Sünden sind dort im Meer. Von dir an, wenn ich die Jungs auch mit deinen Sünden da haben. Das ist, was wir gerne tun. Und das ist, was viele Probleme haben.
Haben wir einen Mann, war er von der doch geredet, was ich erlebt habe? Er verstand das so, und ich habe eine Mose gewonnen, er verstand das so, dass vier Generations nur sein Leben, wie er verantwortlich, wenn sie nicht groß sind, urgroß sind, würde andere sein, dann würde er nicht im Himmel sein. Weil erstens sagte er an der Mose, er hat die Heimsuchen, wie können sie ausrufen? All die, die am hassen. So, mir ist dort eine Freude, und es steht eine große Strophe. Wenn ich ein Kind Gottes sehe, und ich habe meine Jungs versucht, glücklich abzutragen, dass die sollen keine glücklich werden, die sollen keine Ewa gönnen. Nur die Untertänigkeit nur Gott. Und das sind vier Generations, meine Kinder, Großkinder, Urgroßkinder. Die fallen auf. Dann kann ich noch so nehmen, dass Gott wird deine Heimat tragen. Aber in vierter Generation. Das ist positiv denken, nicht? Brauche ich dann eine Stunde? Ja, ein Lichtwiesen. Aber das ist eine Freude. Dann sage ich, aber Dutzende, was mir läuft, habe ich gnädig sein. So all meine Kinder, Großkinder, noch kommen schaffen, was hängen rankommen wird, wenn die Welt noch lang steht, ja? Wenn die wollen Gott leben, dann sind die gnädig. Und all die Sünde, was ich getan habe, meine Gelände, das den Kriegs zu bringen, dann sind die nicht mehr wirksam. Wenn mein Sehen in der Welt mit meinen Sünden mitdrohen, wie es sehr groß ist, das ist sehr verantwortlich für. Und das ist ein Ding, was wir brücken, loszulassen und klar zu machen. Dann sage ich das hier im 22. Vers, an alle seine Übertretungen, die begangen hat, all seine Übertretungen, die getan hat, soll nicht mehr gedacht werden. Das ist, was die Bibel sagt. Aber er soll leben, wenn der Gerechtigkeit, was er tat. So, das ist, was Gottes Wort sagt, ja? Und dann sagt er, glaubst du, dass Gott in der Faulhaft an dem Tod von den Gottlosen? Er hat sehr viel mehr Faulen an, wenn der Mensch sich betiert, umdreht. Das ist, was er will haben. Und weißt du was? Dort ist es nötig, dass wir losloten. Wer wollen unsere Kinder loten? Wer wir den haben? Ich sage mal, wenn der erst von Tisch kommen, dann werden wir nicht noch versichern, alles nur zu holen, was wir haben, erst 20 Jahre verspielt. Dann werden wir die losloten. Dann werden wir die übergeben, Entscheidungen zu merken. Lot die sich entscheiden, nur wenn Distrikt oder Tjörg sie vorwählen. Lot die entscheiden, ob sie wollen nur auf Mission gehen oder sie wollen formen. Ich habe so viel mal gehört, dass die Jungs Licht an, sind all befriedigt, vielleicht 40, 45 Jahre. Und wenn sie auf Mission gehen, dann sage ich dir vorher, ha, du hast ja noch Spiel. Was ist ja never zu was kommen? Alright, dann gehen sie weiter formen. Nächste Vorher sage ich, was soll ich dann? Gott hat uns so gesehen, wir haben so viel hier gekriegt, nicht was wir da oder nicht achten können, ist das was dann? Wer wird da loten? Wer wird da Entscheidungen merken? Dort, wo er anlegt, dort zu tun. Und da ist, wo wir als Eltern nötig haben, loszuloten und er hat Entscheidungen merken. Gut, ich will hier Schluss merken. Wer will noch beten? Wer will abstehen beten, ja? Himmlischer Vorher. Ich danke dir, Vater, für diese korte Tietje, wo ich hier kann reden, und habe ich bete, dass die Gäste wirken würden. Ich bete, dass die Erfahrungen, was wir gemerkt haben, wieder keine Brücken, zum anderen Menschen helfen. Und Herr, du weißt doch, dass wir schlechte Erfahrungen gemacht haben, wir haben viele Fehler gemerkt. Herr, ich bete, dass die Dinge nicht darüber wieder drohen, dass der Teufel die niemals würde Brücken kennen, wenn es deine Gnade. Und so bete ich von dir für all uns Eltern, dass wir wirklich willig sind, unsere Kinder loszulassen, verantwortlich zu merken, dass sie Gott hier und die hier in Ewa true sind. Und wenn du etwas brücke, du sagst, wo das wir gewohnt sind, Herr, brück dich. Wenn sie mal einmal mit anderen Dingen tun, als wir, Herr, du weißt viel besser, wo er hat, als wir weiten. Halb uns dort loszulassen und zu erkennen, dass der ich dienen gehst, wo sie viel mehr lehrt, als der ich uns. Himmlische Vater, sie mit uns alle, für all die jungen Eltern, die nicht hingabtragen, halb dich.
dat hij dit jaar maar verantwoorden naar die wezen. En al wie ouder waren ze kingen van tussen gegaan zijn, help ons dat we losloten. En al wie groferisch, wordt veel, veel in elkaar. Du hast ons die verjeefd. En wanneer hier nog zo'n zand wordt nog niet die verjeving ha, haar ik bid dat die worden naar die komen verjeving kriegen. Dat die tijd van de teuflische macht, van de generational ding, afgemerkt worden aan die kracht. En de kracht wat die je doen hast, door Jezus Christus hast de teufel de kracht weggenomen. En dat is wat wie als groferisch kunnen doen. Dat dort nicht mehr erbaden worden. Herr, ich danke dir für dort und ich bete für jeden einen, der dich sehen wird. Im Namen Jesus. Amen.